Ich habe viel Unfug gesehen. Ich habe aber auch Kraftwirkungen gesehen, die wirklich da waren. Für mich war jetzt eine Frage, wenn wirklich der Herr Jesus diese Zeichen hatte und die Apostel hatten sie, haben wir sie auch? Das ist die Frage. Dabei möchte ich betonen, ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Wunder tun kann, wenn er will. Er kann Kranke heilen, ist überhaupt kein Problem. Er kann Zeichen und Wunder tun, wenn er will. Aber die Frage ist eine völlig andere. Gibt es die flächendeckenden Zeichen des Messias und der Apostel auch heute noch? Dass in dem Moment, wie bei Bondke, plötzlich überall Zeichen und Wunder geschehen, flächendeckend. Jetzt sagt Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde und dann von denen, die ihn gehört hatten? Jetzt, wenn man ganz kindlich die Überschrift liest, dann sind hier zwei Personengruppen genannt. Der Herr Jesus selber und die Augen- und Ohrenzeugen, das heißt die Leute der Apostelzeit, wo die Apostel da waren. Wieder die zwei Gruppen mit den Zeichen. Und jetzt sagt er etwas. Gott gab, nicht Gott gibt, Gott gab sein Zeugnis dazu, nämlich zum Messias und zu den Aposteln, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, ganz einfach, die Apostel hatten extra Zeichen, der Herr Jesus hatte extra Zeichen und die Bibel lehrt, nach der Zeit der Apostel hören die zwei Gruppen von Zeichen auf. Jetzt habe ich die Bibel durchstudiert, bin ich auf etwas Erschütterndes gestoßen. Die drei Worte heißen Terra, Dynamis und Semaion. Drei griechische Worte. Und ab diesem Hebräerbrief, ab dieser Stelle, tauchen diese drei Worte vor allem in den Endzeitreden Jesu auf. Und auch in der Offenbarung. Und diese drei Worte werden in der Endzeit nur noch, zur Regel ohne Ausnahme, als Verführung genannt. Dann sagt der Herr Jesus, sie werden Zeichen, Wunder und Kräfte haben in Matthäus 24. Wobei manchmal zwei Ausdrücke genannt werden, manchmal alle drei zusammen, ist unterschiedlich. Dann kommt 2. Thessalonicher 2 ab Vers 9 und sagt, eine Zeichenbewegung wird in der Endzeit dem Antichristen den Weg bereiten. Und auch leicht zu merken, Offenbarung 13,13 sagt, der falsche Prophet wird durch die falschen Zeichen und Wunder dem Antichristen die ganze Welt zuführen. Und dann war für mich alles klar. Das heißt, die Bibel lehrt ganz nüchtern jetzt über Zeichen und Wunder. Die Apostel hatten die Zeichen, der Herr Jesus hatte die Zeichen. Diese zwei Gruppen von Zeichen hören laut Hebräer 2, 3 und 4 mit der Zeit der Apostel auf. Nur die zwei Gruppen hatten die Zeichen. Und dann sagt die Bibel nichts. Wenn sie nichts sagt, sagt sie auch etwas. Sie sagt aber, für die Endzeit, und ich denke, wir sind uns einig, seit der Staat Israel, hier ist der Feigenbaum blüht, 1948, beginnt die nähere Endzeit. Jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern, mit dem Beginn der Endzeit tauchen dieselben Zeichen, die drei gleiche Worte, als Fälschung auf. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Flut der Zeichen und Wunder wie ein Dammbruch. Vor allem 1966, als die Zeit der Heiden zu Ende geht, als Jerusalem zurückerobert wird vor Israel, dann wird die katholisch-charismatische Bewegung geboren, dann wird die Satanskirche von Anton LaVey geboren, dann sind die Studentenaufstände in Deutschland, dann beginnt die sexuelle Revolution, dann kommt die Hippiewelle, alles 66, wo der zweite Schub der Endzeit beginnt und dann bricht der charismatische Aufbruch über diese Welt herein. Und als ich soweit war, ich mich nochmals bitte, wenn Sie jemand das erste Mal hört, das ist oft schockierend, dass ihr es nochmals nachstudiert. Aber etwas war mir dann klar, du bist kein Gesalbter des Herrn gewesen, sondern du bist der großen Verführung der Endzeit aufgesessen. Der Teufel hat dich verführt. Es gab für mich dann nur noch eines zu tun, Buße zu tun. Reinigung durch Jesu Blut. Und das Herrliche war, das ist eigentlich die frohmeinte Botschaft, auch in so einem Verführungsbereich. Durch das Blut Jesu Christi durfte ich vollständig frei werden von diesen Kräften und Zeichen und Wundern. Und ich möchte es morgen zeigen, ich habe dann was kennengelernt, das mir noch wichtiger ist.
Ich habe die wirkliche Fülle des Heiligen Geistes kennenlernen dürfen. Und als ich das erkannte, dann war es, wie wenn man mir eine neue Bibel geschenkt hätte. Plötzlich hatte ich erkannt vor der Schrift her, es war die Gnade des Herrn, wo die wirkliche Fülle des Geistes ist. Dann habe ich begonnen, so die ersten Schritte zu tun in der Richtung. Mit einem Schlag brach die echte Fülle auf. Und ich wusste dann auch, was es heißt, voll Heiligen Geistes zu sein, nämlich echt. Aber den Punkt möchte ich zum Schluss von dem Zeugnis eigentlich auch und von diesen Bibelstellen einfach noch etwas ganz klar sagen, bevor wir morgen dann, so Gott will, zu diesen Einzellehren gehen. Ich habe die Kraft der Pfingstler kennengelernt und ich habe die Kraft Jesu kennengelernt. Die Kraft, wie sie die Bibel beschreibt. Ich kann nur eines bezeugen, nie mehr zurück. Kein Vergleich. Ich bin dem Herrn unendlich dankbar, dass ich herauskommen durfte aus diesen falschen Zeichen, Wundern und Gabenkräften und habe wirklich ein Herz für manche dieser Leute voll Mitleid, wo ich sagen muss, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass sie drin hängen und nicht rauskommen. Und es war bloß Gnade, dass ich heute hier stehe. Es könnte ja sein, ich würde auf der Kanzel einer Pfingstgemeinde stehen. Hier möchte ich einfach dem Herrn auch die Ehre geben und auch meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass ich, wie dankbar ich bin, dass der Herr mir die Gnade gab, rauszukommen. Das ist eine unendliche Gnade. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und Herr Jesus, von ganzem Herzen möchte ich dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit, nämlich in die Tiefe dieses Wortes, hineinführt. Dass du mir die Augen geöffnet hast durch dein Wort. Ich bin so dankbar, dass ich herauskommen durfte und habe nur eine Bitte, dass du uns Gnade gibst, dein Wort zu verstehen, letzter Tiefe und frei von jeder Verführung des Teufels, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Sei es durch Freude oder durch Leid. Aber eines bitte ich, Heiland, gib uns Gnade in der Fülle deines Heiligen Geistes, dir dem Lamme nachzufolgen. Und dafür danke ich dir. Amen.